Wie einige von euch wissen, habe ich beim Uhrensammeln im Prinzip zwei Leidenschaften. Eine ist Uhren deutscher Hersteller bzw. deutscher Uhrenmarken und der zweite Bereich sind die G-Shocks und hier insbesondere die günstigen um die 100 Euro, auf jeden Fall aber unter 200 Euro. Und aus dem Bereich möchte ich euch heute zwei Stück vorstellen. Auch wenn es keine deutschen Uhrenmarken sind, möchte ich diese Ausnahme machen, weil ich die Uhren klasse finde und sie auch gerade jetzt in die Sommer-Urlaubs-Strandzeit gut reinpassen. Hallo und willkommen bei WatchMax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um zwei G-Shocks und zwar G-Shocks, die auch am kleineren Arm getragen werden können. Ich habe gerade eine an hier. Ihr könnt es sehen, an meinem 17 cm Handgelenk passt sie wunderbar und die zeige ich euch heute etwas näher im Detail. Die andere ist die gleiche Variante, nur in Blau. Und das ist mein Thema heute. Das sind sie, die beiden G-Shock aus der Serie G2900-F. Die schwarze mit den roten Akzenten ist die Variante G2900-F1 VER. Und die blaue mit den gelben Akzenten ist die G2900F2 VER. Es gibt noch eine dritte Variante mit einem grauen Gehäuse, dunkelgrau. Das ist die 2900F8 VER. Ja, dass die Uhren sich angenehm tragen, wird auch durch das Gewicht bestätigt, was ich euch hier oben einblende. An meinem Handgelenk sieht diese Uhr durchaus angenehm aus. Dafür, dass sie eine Bauhöhe von 17 cm hat und wie alle G-Shocks 46 oder 48 mm im Durchmesser, finde ich, ist sie auch an einem kleineren Handgelenk durchaus tragbar. Und die blaue Variante wirkt noch etwas schmaler, weil sie nicht ganz so wuchtig von der Farbe her ist. Man kann es also prima tragen. Und bei der blauen Variante war sogar meine Frau restlos begeistert. Das heißt, meine Frau wird entweder diese blaue hier bekommen oder ich werde eine für sie nachbestellen. Die Uhr ist, wie gesagt, 17 mm dick. Das sieht von der Seite, von der Seitenansicht schon ziemlich brachial aus, aber durch die Führung des Bandes und das von allen Seiten abgeschrägte Gehäuse, auch hier die Seiten, ist es am Arm nicht ganz so auffällig. Diese Sicht mit den Schützern hier ist eine Ansicht, die ich so, um ganz ehrlich zu sein, hier im Video zum ersten Mal bewusst wahrnehme. Normalerweise ist das so die Ansicht, die ich auf die Uhr habe. Und wie gesagt, am Arm finde ich sie sehr, sehr angenehm. Was ich an diesen beiden Modellen mag, das sind die farblichen Akzente, einmal die rote und einmal die gelbe Schrift. Und dass sie trotz ihrer Größe sehr, sehr angenehm am Arm zu tragen sind. Ja, wenn ich mir diese Uhr anschaue, sie hat eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern. Hier ist ein Mineralkristallglas verbaut, aber aufgrund der Tatsache, dass das Gehäuse so hoch übersteht, ihr seht es hier, wenn ich den Finger da rein tue, ist das Glas bestens geschützt. Also Kratzer habe ich noch an keine G-Shock bekommen. Verbaut ist das Modul 2548, das die Funktionen Weltzeit hat,
5 verschiedene Alarme, damit davon einer als Snooze-Alarm, der also immer wieder kommt und immer wieder anspringt, der Countdown-Timer, die Stopp-Funktion und eine Funktion, in der man Daten verschlüsselt abspeichern kann. Ich habe das noch nie gebraucht und würde es auch zukünftig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht brauchen. Diese beiden Uhren liegen zurzeit bei Amazon um die 70 Euro. Die schwarze erstaunlicherweise leicht über 70 Euro bei 73 Euro irgendwas. Die blaue bei 69 Euro und die graue auch im Bereich von 69 Euro. Links habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Ich finde, das sind absolut fantastische Sommeruhren, weil ein Totalverlust der Uhr in keinster Weise schmerzhaft ist. Gucken wir uns kurz die Funktionen an. Die Funktionen werden durchgeschaltet, indem man den Knopf unten links drückt. Hier kommen wir in den Code-Bereich, in den Safe-Bereich rein. Ihr könnt sehen, ich habe noch 100 Speicherplätze frei. Es ist mir gerade sowas von wurscht. Hier haben wir die Weltzeitanzeige. Hier haben wir 5 verschiedene Alarme, die eingestellt werden können. Einen Timer, also einen Countdown-Timer, eine Stoppuhr und die normale Anzeige mit dem Wochentag auf Englisch, dem Datum auf Englisch sowie der Uhrzeit. Diese Uhr hat weder einen Funkempfang noch irgendein Solarmodul. Es ist die einfachste Version, kann überall mit einer Batterie neu ausgestattet werden, kostet nicht viel und ist sehr pflegeleicht in der Bedienung. Man muss sie nicht der Sonne aussetzen. Man muss keinen Funkempfang überprüfen. Die Uhr tut einfach das, was sie soll, relativ genau die Zeit anzeigen, ohne dass man sich sehr viel Gedanken um die Uhr selber machen muss. Und wenn man hier unten auf das G drückt, dann geht die Beleuchtung an. Relativ kurz und ich zeige euch das natürlich auch nochmal bei Nacht. Dafür nehme ich gleich die zweite in die Hand und zeige euch beide bei Nacht. Ihr könnt sehen, je nachdem, wie man die Uhr dreht, ist das Display mehr oder weniger gut ablesbar. Eine letzte Sache möchte ich euch gerne noch zeigen. Wenn man den Button auf der Mitte, den G, länger drückt, geht erst das Licht an und dann erscheint da oben ein Auto. Ja, eine kleine Lampe und der Schriftzug Auto rechts neben Thursday für Donnerstag, was nichts anderes bedeutet, als dass das Licht automatisch angeht, wenn man die Uhr dreht. Hoffentlich klappt das jetzt auch. Genau. Ich drücke den Knopf nicht, drehe lediglich die Uhr und die Beleuchtung geht an. Ich stelle dieses Feature üblicherweise aus, so wie ich es jetzt auch hier getan habe. Denn ich trage meine Uhr 24 Stunden am Tag, auch im Bett und bei irgendwelchen Bewegungen im Bett. Okay, fragt nicht, also dann könnte das Licht angehen und das erschöpft die Batterie doch ziemlich, deshalb habe ich es ausgestellt. Wenn man aber die rechte Hand nicht frei hat, um den Knopf zu drücken, kann das ein interessantes Feature sein. Ja, das sind sie also, meine beiden wirklich günstigen, robusten und wie ich finde gut tragbaren Sommeruhren für ungefähr 70 Euro. Die graue gefällt mir auch sehr gut. Vielleicht zieht sie noch bei mir ein. Wenn euch diese Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da und freut euch auf die nächsten Videos. Da geht es garantiert wieder um deutsche Uhrenmarken und in der Regel auch um mechanische. Bis dahin, tschüss, euer Axel.